Was geht ab, Agents? Ich bin es, Goken. Willkommen in meinem Video. Dieses Mal geht es um das Gearset Vara Patriot. Mit diesem Bild seid ihr super tanky, macht aber dennoch guten Schaden. Es eignet sich hervorragend zum Supporten der Gruppe, aber auch das Solo wird damit ein Kinderspiel. Sehen wir uns doch einfach mal an, was es hier zu beachten gibt. Dieses Bild spielen wir mit der Feuerwand-Spezialisierung. Eine super Spezialisierung, wenn es um Damage Support geht. Der Hauptgrund, warum wir uns hier für die Feuerwand-Spezialisierung entscheiden, ist zum einen das Stürmerschild. Der Stürmerschild erhöht den vom Nutzer und seinen Verbündeten hinter dem Schild zugefügten Schaden abhängig von der Anzahl der Feinde vor dem Schild. Der Schildfertigkeitenrang erhöht sich mit den Kernattributen Blau und Gelb, so wie wir das von den Schilden kennen. Aber einen anderen coolen Damage-Buff gibt es hier auch noch. Verbündete fügen Gegnern plus 10% Schaden zu, die in einem Radius von 10 Metern von ihnen entfernt sind. Alle Gegner, die in einem Radius von 10 Metern zu uns stehen, bekommen durch jedes Gruppenmitglied nochmal zusätzlich 10% mehr Schaden. Nun zu unserem Equipment. Unsere Hauptwaffe ist die Chamäleon. Die Chamäleon hat in Title Update 10 32,8% Waffenschaden dazu bekommen. Durch die Chamäleon haben wir 24,5% Crit-Chance dauerhaft. Einmal 15% durch unsere Zieloptik und einmal 9,5% Crit-Chance als Attribut. Wenn wir ein Talent von Adaptive Instinkte aktivieren, nämlich die Kopfschüsse, dann haben wir ebenfalls nochmal 20% Crit-Chance und bekommen 50% Crit-Schaden obendrauf. Dafür müssen wir 30 Kopftreffer erzielen. Dieser Buff wird uns 45 Sekunden lang gewährt. Das Erzielen von 75 Körpertreffern gewährt 45 Sekunden lang 90% Waffenschaden. Das Erzielen von 30 Beintreffern gewährt 45 Sekunden lang 150% Nachladetempo. Stärkungen werden aufgefrischt, sobald der Kampf vorbei ist. Das heißt, wenn wir den Kampf schneller beenden als 45 Sekunden, werden diese Buffs zurückgesetzt und wir haben sie im nächsten Kampf wieder für 45 Sekunden bereit. Die Zweitwaffe ist eine FAMAS. Die FAMAS spiele ich schon immer gerne. Hier habe ich das Talent Optimist und sie hat eine SPM von 900. Sicherlich gibt es bessere Sturmgewehre, die sich als Zweitwaffe hier eignen. Allerdings benutze ich sie so gut wie nie, weil wir, falls wir die Waffe wechseln, den Buff auf unserer Chamäleon verlieren. Unsere Maske ist eine Maske von Vara Patriot. Der Vara Patriot gibt uns im Zweierbonus 30% Munitionskapazität. Als Dreierbonus haben wir 30% Magazingröße. Und wenn wir vier Teile davon tragen, bekommen wir den Rot-, Weiß- und Blau-Buff. Alle zwei Sekunden erhalten von ihnen getroffene Gegner eine sich stapelnde Schwächung aus Rot, Weiß und Blau. Rot verstärkt den vom Gegner erlittenen Schaden um 8%. Weiß: getroffene Gegner stellen jede Sekunde 2% der Rüstung des angreifenden Agenten wieder her. Blau verringert den durch den Gegner verursachten Schaden um 8%. Die volle Fahne: Gegner, die unter dem Effekt aller drei Schwächungen sterben, erzeugen eine Explosion in einem Umkreis von 5 Metern, die Schaden in Höhe ihrer Lebensenergie und Rüstung verursacht. Der Schaden der Explosion verringert sich beim Tod von benannten Gegnern. Hier haben wir Rüstung, die wir auf Patriot immer drauf haben, und als Attribut kritischen Treffer Schaden. Optimal wäre, man hat diese beiden Attribute, also Rüstung und kritischen Treffer Schaden, schon von Haus aus auf dieser Maske gerollt. So können wir nämlich den Mod umrollen in einen roten und haben nochmal zusätzlich 12% kritischen Trefferschaden. Ich bin noch auf der Suche und hoffe, dass ich das auch bald bekomme. Unser Rucksack ist ein Walker Harris & Co. mit dem Talent Adrenalinrausch. Hier eignet sich natürlich idealerweise der Matador Rucksack, der benannte Rucksack. Was wir hier beachten müssen ist, wir haben 15% Waffenschaden, 12% Crit-Schaden. Aber die Crit-Chance brauchen wir nicht auf dem Rucksack. Ich habe jetzt noch keinen anderen gefunden. Optimalerweise wäre hier Waffenhandling oder Kopfschussschaden. Adrenalinrausch, das Talent. Immer wenn Sie sich 10 Meter oder näher an einem Gegner befinden, erhalten Sie 5 Sekunden lang 20% Bonusrüstung. Kann bis zu 3-mal gestapelt werden. Cooldown 5 Sekunden. Wir rennen auf die Gegner zu, müssen nichts anderes machen und bekommen Bonusrüstung. Unsere Brust ist eine Fenris-Brust. Die trage ich für die 10% Sturmgewehrschaden.
Bei der Fenrisbrust haben wir Waffenschaden, kritischen Trefferschaden und kritische Trefferchance. Hier sollte man darauf achten, dass man kritische Trefferchance hat, damit wir auf die 40% kommen. So, als Modslot hier einmal 12% kritischen Trefferschaden. Das Talent auf unserer Brust ist einschüchtern. Eine Bonusrüstung, die wir durch den Rucksack bekommen, automatisch, verstärkt den gesamten Waffenschaden bei Feinden im Umkreis von 10 Metern um 35%. Da der Rucksack sich auch erst aktiviert, wenn wir uns den Gegner um 10 Meter nähern, erkennen wir daran, dass er in der Range ist, wo er die 35% Schaden unseres Rüstungstalentes kassiert. Handschuhe sind wahrer Patriot. Auch hier habe ich wieder Rüstung und kritischen Trefferschaden. Knieschoner ebenfalls wahrer Patriot. Hier auch wieder Rüstung und kritischen Trefferschaden. Und auch das Holster ist, wie ihr euch bereits denken könnt, wahrer Patriot. Hier auch wieder Rüstung und kritischen Trefferschaden. Unser Schild ist das Stürmerschild, das wir durch die Feuerwand-Spezialisierung bekommen. Hier haben wir die Feuerwand-Mods. Einmal 8% Schildlebensenergie, einmal 8% Aktivregeneration. Ich habe hier noch 5% Schadensbonus dazu, dass wir von allen Gegnern, die vor uns stehen, nochmal mehr Damage bekommen. Und auch ganz wichtig bei dem Schild, da wir 4-mal wahrer Patriot tragen, bekommen wir das Schild auf Rang 4, denn wir haben 4 blaue Punkte auf unseren Gearset-Items. Somit hält das Schild auch viel, viel mehr aus und wir können auf Legendär easy mal ein paar Heavies wegtanken. Zweiter Skill ist der Wiederbeleber-Drohnenstock. Den kennt ihr bereits, dazu muss ich ja nicht viel sagen. Jo, und wie sich das Bild so spielt, das schauen wir uns jetzt mal an.